Kunden gewartet, mal gucken, ob es was gebracht hat oder ob wir direkt drin waren oder warum das zeitlich nicht immer das Gleiche ist, weiß ich nicht. Herzlich willkommen auch auf YouTube. Was gibt es Schöneres, nachdem wir die Zuckerwatte Content-Geschichte besprochen hatten, hänge ich natürlich auch direkt heute etwas früher die Popcorn-Maschine hinter. Also das ist eigentlich der Stream, den er gemacht hat, den hauen wir uns jetzt einfach an und werden den im Hintergrund ein bisschen genießen. Ach, also auch da wieder das Erste, die Frisur ist natürlich wunderschön. Sie ist wunderschön. Ne, ich hoffe, ihr seht, dass ich den Greenscreen ein wenig besser ausgekeyt habe. Ich habe bessere Beleuchtung. Ich habe hier auch noch bessere Beleuchtung. Zack. Keine Ahnung, ob das was bringt, wenn ich hier seitlich noch so ein bisschen angestrahlt werde, aber wir werden sehen. Aber ihr seht, es passiert was, das ist das Wichtige, ne? Man entwickelt sich. Und Rainer ist dann eher so das Pikachu von YouTube, das sich nie entwickelt hat. So. Okay, noch sagt er nicht Hallo, noch hat er wahrscheinlich gerade erst den Stream gestartet. Metal. So. Guckt er sich die Bedienungsanleitung an oder was? Also, oh ja, jetzt kommt Hey was. ho. Hey ho. Cool. Und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Hallo Drache. Heute gibt es ein wenig anderes Video. Okay. Was ist, haben wir Qualität zu erwarten oder Content oder was? Das wird mir schon Leidenschaft reichen, aber das glaube ich auch nicht. Leidenschaftlich ist das Zimmer hier eingeräumt. Mit allerlei schönen Sachen, aber die Qualität des Videos ist halt damals, die war halt schon etwas schlechter. Ich tue das Licht mal was wegdrehen hier. So. Oder besser gesagt, einen anderen Stream. Normalerweise, ne? Da wären wir wieder. Allerdings kann ich dazu leider heute kein Video machen. Warum nicht? Ja, wir können das probieren. Also da muss der Chat aber mithelfen, weil ich hab das nach dem dritten so eh wieder vergessen. Ich weiß, dass er dann wieder so sagt, aber wie viele das am Ende waren, das will ich auch manchmal gar nicht wissen. Aber ihr könnt gern mitmachen, klar. Aber das wird noch. Servus, Drache. Hey ho. Hey ho! Okay, man muss also wirklich jedes Mal die Leute wieder zum Mod machen. Hi Drache, regnet es bei euch auch? Was war dann gestern los? Ich habe keine Ahnung, was gestern los war. Gestern hat einfach mal der Stream rumgesponnen wie Sau. Ich hoffe, das ist heute nicht der Fall. Passiert, kannst du auch nicht immer was für. Das ist halt manchmal die Technik, ne? So. Muss das einfach nur wieder voll übertreiben. 10 Kilo. Das kann ich doch nie fressen, Alter. So. Doch. Ja, wie auch immer. Wir sitzen heute drinnen, auf dem gleichen Tisch wie normalerweise draußen, wenn ich aufnehme. Also meine Streams mache. Aber ich habe mir gedacht, wir machen das jetzt heute hier drinnen. Außerdem bleibt der Tisch vermutlich auch hier drinnen. Achso, weil ich wollte nämlich gerade schon fragen, ist das sinnig, dann immer die Tische komplett hin und her zu räumen, wenn man mal nach draußen ist, da hat man ja meistens irgendwie einen Tisch, der so handelbar ist. Das Licht flackert, das geht mir ein wenig auf die Nerven. Krieg dich mal ein, sonst rücken wir mal zusammen, Kollege. Wenn ich das nochmal im Augenwinkel Höchste sehe, Zeit. dann. Wie bei so einer Wildfütterung oder keine Ahnung, so ganzen Sack voll. Wer frisst denn so viel Popcorn? Bleibst du stehen? So,
Ich habe mir gedacht, wir warten jetzt mal, bis ein paar Leute da sind. Jetzt sind aber schon ein paar da. Ja. Schüssel brauche ich, Schüssel brauche ich später. Und zwar ist heute schon mal alles fast alles angekommen. Was heute noch fehlt, ist eine solche Schaufel, die ich brauche dafür, die ich bestellt habe. Und was ich brauche dafür ist eine... Keine Schüssel, was war das? Tüten. Statt eine Schüssel, aber ich nehme jetzt heute mal eine Schüssel. Das geht oh. auch im Normalfall. Ich Wieso musst du denn das auch, weißt du, er schwimmt ja in Geld theoretisch, ne? Aber er muss extra spezielle Stäbe für Zuckerwatte haben und er muss extra auch spezielle Tüten für Popcorn haben. Da kannst du doch wirklich irgendeine Schüssel nehmen, jetzt mal ernsthaft. Ich wollte es nochmal möglichst geil machen, aber gestern ist leider der Versand ist leider gestern nicht mehr gegangen. Der Fahrer ist nämlich gestern nicht mehr aufgetaucht. Ärgerlich. Beziehungsweise er ist aufgetaucht, aber er ist vorbeigefahren. Oh Gott, der blöde Fahrer. Ja, das habe ich aber erst nach dem Stream festgestellt. So, wir haben heute eine Maschine hier. Ähnlich wie die Zuckerwattemaschine. Nur, dass es keine Zuckerwattemaschine ist. Zuckerwatte. Sondern eine Popcornmaschine. Voll witzig, habe ich mir gedacht, ich hole mir die diesen Monat mal. Und eigentlich war sie für nächsten Monat geplant, aber jetzt hatte ich noch ein bisschen was übrig. Jetzt habe ich mir gedacht, okay. Da muss man auch mal, klar, wenn man was übrig hat, das muss rausgehauen werden. Da kann man nicht mal sagen, oh, eventuell braucht mein Auto irgendwann mal einen Ölfilter oder ein paar neue Bremsbeläge. Ich lege mir mal die 80 Euro auf die Seite oder was du dafür wieder bezahlt hast. Nee, das muss weg, wenn da irgendwas ist. Besonders auch bei dir, Rüdiger, das wissen wir alle. Das muss weg, das muss unter die Leute gebracht werden. Das kann nicht so sein, dass du noch Geld auf dem Konto hast am Ende des Monats. Ja. Ist halt leider so. Legst nochmal einen 50er drauf und dann holst du dir halt einfach mal. Einfach mal, ne? Wer kennt es nicht? Heute einfach mal mit Geld um mich schmeißen. Einfach mal so eine Popcornmaschine. Ha. Ha. Also 50er, weil ich auch noch andere Sachen gekauft habe. So. Er hat noch andere Sachen gekauft, ja? 10 Kilo Mais. Ich schmeiß mal alles auf, was ich nicht benötige. Ja, du bist immer noch da. Das sieht nach der Gerostverweisung aus. Die legen wir mal zur Seite. Noch eine. So. Boah. Ist gar nicht so schwer, wie es aussieht. So, ansonsten ist da nichts drin. So, die legen wir mal hin. Da sind auch noch Soos drin versteckt, eben. Das kriegt ihr auch mit, ne? Okay. So. Ach. Aus. Aber ich muss sagen, ich bin ja zufrieden mit dem. Man sieht ein bisschen was von ihm. Man sieht dieses Gerät. Er zeigt das. Der packt das aus. Das ist okay. So. Sehr gut. Ja, das sollte man abmachen. Es wird dazu noch ein Video auf YouTube geben. Auch Rüdiger, wir haben nur einen Planeten. Das war Plastik. Das tust du das bitte trennen, auch da die Folie da. Das muss in Plastik, in gelben Sack am besten. Und das hier tust du bitte dann zerreißen und schön sortiert wegwerfen. Mit Link und so in der Beschreibung. Allerdings nicht beim Auspacken. Aber ich werde mal in einem Video auch Popcorn machen. Für die Leute, die nur die Videos sehen. Gut. Ich hätte ja auch eigentlich einen Stream auf YouTube machen können, ne? Ja. Damals schon, jetzt nicht. Da bin ich mega gespannt. Da bist du nicht der Einzige. Oder die Einzige. ja. Einfach mal alles wild angefingert, ne? Du siehst schon, er merkt halt dann irgendwann, so, er macht das auf, dann guckt er rein und merkt in dem Moment, oh Scheiße, ich weiß ja gar nicht, wie Popcorn geht. Und dann guckt er und fingert überall drin rum. Oh, Scheiße, das ist fest, das kann ich bewegen. Das ist, glaube ich, dafür, siehst du direkt.
So. Wir sind bei 10 Soos schon. Junge, Junge, Junge. Okay, das wird offensichtlich erst zusammengebaut. Ja, das ist meistens so. Kann man das irgendwie klipsen? Nee. Bleibt leider nicht offen. So, oder bleibt schon offen? So. So. Das ist anscheinend die Schüssel. Ich wollte gerade sagen, ist das vielleicht eine Schüssel, wo du schon Popcorn reinmachen kannst, die serienmäßig dabei war? Wenn die später das Popcorn kommt, die schieben wir mal wieder. Da kannst du doch auch, du isst doch sonst auch immer aus dem Trog. Das ist doch kein Unterschied, ob du jetzt aus der Plastikschüssel oder aus einer anderen Plastikschüssel isst. Ja, puste mal rein. Ja. Gerade aus der China-Fabrik rausgekommen mit den utopischen Plastikdämpfen noch an der Packung. Da kannst du aber mit einem feuchten Lappen auf jeden Fall durchwischen. Da musst du doch später draus essen. Ach nee, du füllst es ja um in deinen Trog. So, geht nicht ab, ne? Wird das der PC fertig? Ach, ich habe auch keine Ahnung. Ich hoffe noch diese Woche. Big Small. Anscheinend eine Art Dosierung. Man könnte das meinen, ja. Okay. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwo an die Seite, dass diese Körbchen oder was, wo das da aufgepufft wird, dass du das so ein bisschen auskippen kannst. Der kommt dann an der Seite ran, das weiß ich schon, das habe ich schon auf dem Bild gesehen. Der Popcorn-Experte, Freunde. Da ist er. Okay, das war alles? Ja, Styropor, weg damit. Aber nicht in den Papier, nicht in das Papier! Es kommt okay, in den gelben Satz. Ist der Topf, das, Popcorn das sieht so aus. Das könnte sein. Könnte aber auch ein Positronen-Emissionstomograph sein. Ich weiß nicht, aber ja, es könnte sein, dass das der Topf für dein Popcorn-Maschinchen ist. Ah, ich verstehe. Ja, ich weiß nicht, ob man es jetzt gut sehen kann. Er versteht, es wird eingehangen. Das ist so ein Plastik, also ein Metallstück. Und da kommen, da wird es offensichtlich reingehängt. Also er nennt es reingehängt, ich nenne es eingehangen, er nennt es reingehängt. Ah ja. Ah ja. Ach so. Aber ich, wie gesagt, ich will mich auch nicht zu sehr beschweren. Wir sehen, was passiert, wir sehen ab und zu ihn. Ich habe seine wunderschöne Frisur gesehen. Ich bin entertained, ich will mich gar nicht beschweren. Das ist traurig, weil ich da halt auch unfassbar niedrige Ansprüche über die Jahre habe. Ah, okay, ich verstehe. Oh, Movement from the camera. So. So. Also. Es wird links und rechts eingehängt. Eingehängt. Ja, hier links und rechts eingehängt. Oben hat man dann hier ein so ein kleines Zahnrad. Und ein anderes Zahnrad ist hier dran. Und das wird dann quasi, das schnappt dann oben einfach so ein quasi. Quasi. Sag so. Ich frage mich gerade, ob es nicht einfacher wäre, wenn ich es einfach auf der anderen Ansicht lassen würde. Halt, was ist denn jetzt mit meinem... Warte mal, ich bin gar nicht so blöd für meinen... So, und hier sitzt der Hebel und der kommt hier rein und wird festgeschraubt. Das ist doch das mit dem Loch, oder? Ja. Auch da das erste, was er aus der Packung rausgenommen hat, und das ist meistens, hat es einen Grund, warum, ne, du machst eine Packung auf und das erste, was da ist, ist die Bedienungsanleitung. Dass du wenigstens mal grob guckst, wie dieses Teil zusammengebaut wird oder was es für Kniffe gibt. Weil es gibt doch nichts Ärgerlicheres. Ist das Ärgerlicheres? Ja, heißt das? Es gibt doch nichts Räudigeres, als wenn du dir irgendwas für dein hart erarbeitetes Geld im Internet bestellst. Für 100 Euro, was für uns alle viel Geld ist, wo wir hart verarbeiten mussten, außer Rüdiger. Aber dann kommt das nach Hause und wenn du dich dann nicht mit dieser... Warum blinkt das denn hier? Entschuldigung.
Wenn du dich dann nicht dann vernünftig damit auseinandersetzt und es falsch zusammenbaust, ja, dann hast du da die Löcher falsch gebohrt oder irgendeinen anderen Quatsch gemacht, dann ärgerst du dich einfach. Was hätte nicht sein müssen? Ihm ist das relativ egal meistens auch. Ja, viel schlimmer noch, er erzählt dann währenddessen noch, wie das gehört und wie das alles gemacht wird und dass er der Popcorn-Maschinen-Zusammenbau-Experte ist. Und so, sagt er ab und zu. Ja. Ist jetzt ein Links oder ein Rechts? Gib mir eine blöde Fliege, geh weg. Entschuldigt, Leute. Er macht das. Okay. Okay. Achso, ein Gewinn, das ist also. Okay, der Hebel ist nur dafür da, dass man das Popcorn später ausschütten kann. Okay, hat sich das denn im Laufe der Aufnahme irgendwo geändert? Oder war das jetzt zufällig so? Weil ich habe nichts am, außer, weiß ich nicht, ich habe nichts geändert. So. Das gehört da hin. Okay. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Guck mal kurz. Da gehört das Kabel rein, aber wo gehört das angeschlossen? Einfach mal. Okay, ja, das kann auch sein. Ich habe das Mikro jetzt mal wieder ein bisschen näher. Dass ich nicht wie so. Ich weiß nicht, wo das. Weil der Raum ändert sich ja auch nicht. Aber ich habe diesen Hallenbadklang. Irgendwo angeschlossen. Aber thank you very much for the Hinweis. Da ist sogar eine Lampe drinnen, sehe ich gerade, so eine kleine Glühbirne. Birnen wachsen am Baum, Rüdiger. Lampen. Ach, okay. Okay. Ich verstehe. Ja, nee, du verstehst nicht, weil soweit ich das jetzt verstehen würde, wäre es sinniger gewesen, egal was du da machst, kann man das nicht, hätte man das nicht machen sollen, bevor man nicht dieses Ding da, diesen Kessel da eingehangen hat? Ja. Was machst du denn da? Das hätte man natürlich jetzt früher wissen müssen. Ja, dann hättest du dir mal die Bedienung, das ist ja das, was ich sage, du hast die Bedienungsanleitung ja vielleicht mal, wenigstens mal grob überfliegen, lesen ist ja, hey, da weiß ich aber, dass du wenigstens mal kurz da drüber guckst und sagst, hier. So, so, genau. Das Kabel, da ist ein Kabel drinnen, ja. Und das Kabel ist hier hinten, das wird hier angeschlossen unten an der Ding. Kabel wird an der Ding angeschlossen, Freunde. Wisst ihr Bescheid? Wir sind jetzt alle Popcorn-Maschinen-Experten. Das habe ich gekonnt. So. Gut. Jetzt kommt er da mit seinem Swiffer-Ding an. Und geht da durch. Aha. Sauber machen. Ja. Okay, das ist also angeschlossen, das auch. Das eine ist das Licht, das andere ist das Popcorn, weil da oben sind nämlich zwei Schalter. Du weißt gar nicht, was du da machst. Sieht man ja ein bisschen. Und ja, jetzt muss ich mal kurz gucken, was soll ich überhaupt machen. Moin, Drache ist, servus. Wie teuer war die? Die Maschine selber war im Angebot, die hat 80 Euro, nee, 50 Euro gekostet, die hätte normalerweise 120 gekostet. Und ja, dann. Auch da wieder, ich meine, wenn du unbedingt selbstgemachtes Popcorn haben willst, ich verstehe das, dass das so ein bisschen der Effekt und die Feierei ist, wenn du da diese Popcornmaschine hast und wenn du ein paar Leute hast, okay, ist das cool, aber. Jetzt ernsthaft, 240 Mark für so ein Ding ausgeben, wo du dir auch einen Kessel für nehmen kannst, den eigentlich jeder zu Hause haben solltest, den du einfach auf, ne, das klappt auch. Hab ich Popcorn da? Ich krieg jetzt langsam Lust auf Popcorn. Rüdiger, du bist ein Verkaufstalent. Ich habe auch schon Zwiebel-Sahne-Schnitzel-Packung von Maggi, habe ich auch schon vorbereitet und gekauft. Ich muss mal gucken, ob wir da auch was draus machen. Und ich sehe es schon kommen, dass ich demnächst Popcorn habe hier. Habe ich noch 10 Kilo? Wegen dir. Kilo Popcorn, also Popcorn-Könner. Das Öl habe ich noch extra.
Dann habe ich mir noch extra so eine kleine Schaufel. Was war das wieder für ein Öl? Rüdiger, war das eine. Das Öl habe ich noch extra. Ist das eine Thermoskanne? Hat er sich wieder Öl zum. Hat er sich tatsächlich Öl für sein Popcorn? Der hat sich das ja immer aus seinem Frittenfett da rausgekellt, so gekelcht oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, aber ist das da. Ah. Kann das Dann habe ich sein? mir noch extra so eine kleine Schaufel besorgt. Motoröl. Ich wusste nicht, dass da was dabei ist. Und damit ich keine Dinger brauche, sondern so eine Tüte wie im Kino, habe ich mir noch so Tüten dazu bestellt. Wirst du dann Popcorn rüber? Was? Wirfst du dann Popcorn rüber? Ach so. Okay. Ist es German? Jetzt schon wieder, jetzt guckt er sich erst die Verpackung, also die Bedienungsanleitung an. Yes, he is. So, sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, vielen Dank für Ihren Kauf dieser Popcornmaschine. Endlich können Sie selbst Popcorn mit Ihrem Lieblingsgeschmack herstellen. Das Problem ist, wir können jetzt tatsächlich nicht wissen, was er da liest. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für seine Verhältnisse war das echt gut vorgelesen. Sind wir ganz ehrlich, es war kein Was, es war kein Hä oder sonstiges. Kundin, sehr geehrter Also ne, ich kritisiere ihn ja gerne und das zu Recht in meinen Augen, aber da muss man ja halt auch mal sagen. ist. So, sehr geehrte Aber er fängt mit so an. Kundin, sehr geehrter Kunde, vielen Dank für Ihren Kauf dieser Popcornmaschine. Endlich können Sie selbst Popcorn mit Ihrem Lieblingsgeschmack herstellen. Also ich finde so fürs Vorlesen, für seine Verhältnisse war das echt okay. Also es, ne? Es gibt Geschmackssorten auch noch. Ja, ich kenne das, dass du salzig und süß, also so mit Zucker oder Salz. Habe ich aber jetzt keine bestellt. Also Normalerweise schon, aber für dieses Video nicht. einfach nur Standard normales Popcorn. So, ein Ausschalter Motor, ein Ausschalter Wärmehaltelampe. Ach so, das eine ist ja Wärmehaltelampe. Okay. Ah. Handkurbel ist an der Seite, haben wir schon angeschlossen. Zubereitungskessel ist auch schon drinnen. Türgriff, ja, ist dran. Und Auffangbehälter. Auch das Futtertrog. haben wir. Mädel, Kadi. So, Inbetriebnahme. Stellen Sie das Gerät auf eine trockene oben. Das Ebene und Okay, ich weiß, sorry, ich habe ihn eben gelobt und vielleicht stand das auch gar nicht. Vielleicht hat er sich das einfach nur ausgedacht und so gesagt, aber da ist es halt. oben Triebnahme. Stellen Sie das Gerät auf eine trockene oben Oberfläche wahrscheinlich. Oberfläche und hitzebeständige Arbeitsfläche. Sollte passen. Reinigen Sie den Innenbereich des Gerätes mit einem feuchten Tuch. Naja, er hat das eben im Swiffer einfach so gemacht. Mache ich nicht. Macht man aber normalerweise. Also macht das, wenn ihr das wirklich wohl auch. Danach mit einem trockenen Tuch nach. Okay. Haben wir gemacht. Spülen Sie den Auffangbehälter mit dem und den Messlöffel. Ja. In warmem Wasser mit etwas Spülmittel. Rüdiger, du musst uns das zwar jetzt nicht vorlesen, das ist doch halt, auch wenn du ein neues Raclette zum Beispiel kaufst, dass du da mal mit Wasser durch diese Pfännchen gehst, auch wenn die sauber sind und wenn die direkt aus der Fabrik kommen, das macht man halt so, das ist üblich in einem Haushalt. Haben wir auch gemacht. Ja. Hängen Sie den Zubereitungskessel rechts und links in den Hast Auffang. du auch gemacht, hast du super gemacht. Ach so, haben wir schon gemacht. Ja. Das Reinhängen haben wir schon gemacht. Stecken Super. Sie den Stecker des Netzteils haben wir auch schon gemacht. Hast du auch Stellen Sie schon. die Auffangbehälter unter den haben wir auch schon gemacht. Verwendung. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Fremdkörper im Zubereitungskessel befinden.
haben wir gemacht. Schalten Sie das Gerät. So, schließen Sie das Netzteil an einem Stromsteckdose an. Okay. Ich weiß nicht, was mit Leuten nicht in Ordnung ist, die da so pfeifen. Ich, keine Ahnung. So. Ja, ich weiß auch nicht, was mit Leuten nicht in Ordnung ist, die 38 mal so in der Minute sagen. Kabel. Da ist die Zaren. Hier ist es, die Zaren-Couch. Wunderschön. Haben wir gemacht. Schalten Sie das Gerät mit dem linken Ein-Ausschalter oben ja, jetzt. An. Bringen Sie hierzu den Schalter in die Position 1. Also jetzt wird es so langsam selbsterklärend, glaube ich auch, ne? Und wahrscheinlich musst du da so ein bisschen Öl und den Popcorn da rein und Zucker oder Salz, was du halt auch immer möchtest. Haben wir gemacht. Was machst du denn jetzt, Rüdiger? Heizen Sie den Zubereitungskessel 3 bis 5 Minuten vor. Kann mir jemand von euch Bescheid geben, wenn wir 5 Minuten rum haben? Du sitzt doch vor dem PC. Ich habe doch hier auch eine Uhrzeit. Das ist, also, oder hast du keine Uhr? Oder sagen wir mal 4 Minuten. Warum 4? Geben Sie einen kleinen Messlöffel Pflanzenöl in die Zubereitungskessel. Ja, was ist das für komisches Öl? Wo kommt das her? Einen kleinen Messlöffel. Ja, wahrscheinlich den Messlöffel, der dabei war. Und das ist, sieht wahrscheinlich so aus, da hast du eine große und eine kleine. Und das wird wahrscheinlich das kleine sein. Ich schwöre euch, wahrscheinlich tust du in dieses kleine Ding, tust du Öl und das dann da rein. Und in das große Ding tust du Mais und das dann da rein. Also dass das halt so 2 Löffel für einen ist. Aber ich keine Ahnung, ich bin auch noch nicht der Experte in Sachen Popcorn. Popcorn. Müssen eh noch warten. So, kein Problem, ja. Ich weiß tatsächlich dann nicht, wo das mit dem Klang liegt, dass er ab und zu mal... Ich ansonsten vielleicht mal ein anderes Mikro oder da dieses Ding mit den Reglern anders. Ich muss mal gucken. Sehr schön, ihr seid die Besten. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie einen Ausschalter auf die Position 0 drücken. Geben Sie eine kleine Messlöffel Pflanzenöl, den haben wir schon gehabt. Ja. Fügen Sie einen großen Messlöffel Mais hinzu. Also ich vermute mal... Verdammt, ich Genie. Das hier ist dann fürs Öl und das hier ist für den Mais. Müssen wir den Mais gleich noch aufmachen. Fügen Sie nach Geschmack eine Prise Salz oder Zucker. Eine Prise. Okay. Kriegen wir hin. Zucker habe ich auch da stehen. Das ist wahrscheinlich auch für ihn eine Prise, dieses ganze Ding da. So, schließen Sie die Tür, schalten Sie das Gerät, indem Sie einen Ausschalter drücken. Herr Rüdiger, es ist halt einfach nur eine erwärmte Platte, das wird halt warm und dann überquillt das und dann fällt das da raus. Nach kurzer Zeit hören Sie das... Macht das Ding doch jetzt an. Rhythmische, nee, das typische Geräusch vom knallenden Maises. Das rhythmische Geräusch vom Maisknallen. Wenn das Geräusch aufhört, geben, was kann sich... So, jetzt warten wir erstmal. Ich schenke schon mal... Hat er keine Lust mehr zu lesen gehabt. Hab ich schon mal aufgemacht? Das ist eine Thermoskanne, oder? Ich schwöre dir, das ist das benutzte Frittenfett, was der jetzt für süßes Popcorn benutzt. Erotisches Popcorn, das ja. Das Popcorn übrigens, das Öl. Ach du Scheiße, vielen Dank für die ganzen Barren, Leute. Ach du Scheiße, er straft mich lügend. Das ist nicht aus... Es ist extra Popcornöl. Wie kann man denn so viel Geld verschwenden? Ich meine, ja, wahrscheinlich wird ihm das wieder gekauft oder so.
Das ist extra fürs Popcorn übrigens, das Öl. Popcornfett, Tatsache. Also ich wusste da noch nicht mal, dass es sowas gibt. Ach du Scheiße, vielen Dank für die ganzen Barren, Leute. Vielen, vielen Dank. Tut mir leid, dass ich gar nicht drauf achte. Also das hier ist extra fürs Popcorn, das Öl. Habe ich mir extra besorgt. Das ist mit schönem Butteraroma. Butteraroma. Ich weiß nicht, wie groß soll denn da Popcornfett draufstehen und du nennst es Popcornöl. Aber ja, zugegeben, ich dachte halt, es wäre das alte Frittenfett. Ja, auch ich liege ab und zu mal nicht richtig, ne? Bin mal gespannt, ob das hinhaut. Und es hätte gepasst, ja. Das so habt ihr mitbekommen, ne? Dann müsste es 21 sein. Oh. Ja, das, ich denke auch, er achtet nicht drauf, weil es ihn nicht juckt. Ich glaube, er hat es nicht wirklich selber bezahlt. Ich habe natürlich wieder übertrieben, habe mir gleich 10 Kilo Mais besorgt. Alter, wenn ich in den Laden gehe und da diese normalen Maisdinger schon, wie oft soll ich denn da Popcorn machen? So viele Filme gibt es doch gar nicht, die mich interessieren, die ich irgendwo gucken kann. So viel Popcorn ist das. Das ist auch jedes Mal. 10 Kilo. Das hättest du mal bestellen sollen, als du deine Haustiere hattest oder deine Nutztiere oder sowas. Da hättest du das vielleicht mal gebrauchen können. Sieht man's hier unten? Ja, Rainer, du flexst gerade mit 10 Kilo Mais in deinem Stream. Das muss man sich mal vorstellen. Geht's. Oh, typisch für mich, oder? Ich weiß nicht, jetzt sitzt er da. 10 Kilo Mais, ja, Freunde, geil, oder? Geil. So. So. Hier, ich hab geflirrt. Easy opening. Stimmt, ich hab heute hier eine gute Flirt. Und ihr wisst ja, wie es heißt, Freunde. Der Flirt ist nicht my blue. Ne? Grüße gehen raus, ihr wisst Bescheid. Ich hab Trick aus der Flasche, obwohl ich ein Glas hier stehen hab. Du färbst ab, Rüdiger. Hab ich mir auch schon einen Behälter, muss ich mir noch einen Behälter besorgen, wo ich das dann reinpacke. Warum? Ess doch aus dem Futtersilo da. Der Schiss, der ist ja gar nicht voll. Ja, Füllmenge technisch bedingt. Ja, so sieht Mais aus. Danke dafür. So. So. Gut, Leute. Wie viele Minuten haben wir? Wir haben 20 Minuten dabei verbracht, dir beim Auspacken einem 120 Mark, ach ne, 120 Euro soll es ja kosten, 240 Mark Plastikgerät zu gucken. Und die armen Dullis bei YouTube haben sich jetzt, wo ist das, 33 Minuten mit einem noch blöderen Deppen hier angeguckt. Weiß ich nicht, das sind wir zeitlich. Guck nicht so böse. 3 Minuten, 2 Minuten, sagt jemand. Ach so, das war jetzt mit Zeit. Ach so. Hab das schon wieder ganz vergessen. So. Ist jetzt, glaube ich, vorbei die Zeit. 3 Minuten. Nein, wir warten mal 4. Ich erinnere mich an das Fiasko mit der Zuckermaschine. Fiasko. Zuckerwattemaschine. Dann warten wir noch ein paar Sekunden. Wobei, es riecht eigentlich schon ganz gut. Er riecht das Öl. Metal! Achso, bist du beschäftigt, Fluxi? Du bist jetzt direkt eingespannt, ich schwör's dir. Also heute bräuchte ich ein Thumbnail mit einer Zuckerwattemaschine, wenn du Bock hast. Ich feiere das immer noch. Danke dafür nochmal. Gefällt mir sehr gut. Wir gucken uns heute die Zuckerwatte-Geschichte an. Schon mal ein bisschen das Licht jetzt mal angemacht. So. Gut. Ach, habe ich Zuckerwatte gesagt? Ey, danke, Chat. Siehst du mal, wie dullihaft ich bin. Es ist Popcorn, natürlich Popcorn. Ach, nee. Popcornmaschine, sieht ja jeder. Sitze ich hier und erzähle was für Zuckerwatte. Er macht mich ganz bekloppt. Ich war eben schon bei Zwiebelsahnehähnchen. Lassen wir das mal? Ja, lassen wir das mal. Hier ist das Öl. Ja?
In dem kleinen Messlöffel? Oh, Gott sei Dank. Ich weiß nicht, kann man den nicht raustun, das Öl da reintun und das Popcorn den dann einhängen? Wäre das nicht einfacher? Ich habe keine Ahnung davon. So, ich mache es nur mal kurz an. Warum? Es ist sich ein bisschen verteilt. Was verteilt sich denn da? So. Was soll sich da verteilen? Machen wir mal kurz sauber, damit das jetzt in den Mais reintropft. Du tust den Mais doch eh ins Öl, das wäre jetzt nicht schlimm. So. Mais ist das Einzige, was Rainer jemals in der Schanze gepoppt hat. Das war gut. Wie die neue Maschine einfach jetzt schon schmierig wirkt, umgeben von Müll. 21 Soße. Danke dafür, Leute. So. Hat es gestimmt mit dem einen? Einen kleinen Messlöffel Pflanzenöl. Da siehst du, Pflanzenöl hätte auch gereicht. Da hättest du nicht dieses teure Popcornfett holen können. Müssen. Einen großen Messlöffel. Oh. Ja, aber es ist ja ein großer, ne? Big. Ja. Da fängt das schon an, oder? Aber ob das reicht? Rüdiger, überfordert sich das jetzt? Öl und Popcorn, Meister? Ob das kleine reicht? Ich meine, steht Big drauf und da steht Small. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, Peng, Peng, Peng. Wir haben ja Bombe nahe geschmaßt. Ach, guck. Okay, ich glaube, es reicht. Du kannst ja für deine Gumpels, kannst du ja nachher noch was danach tun. Ach shit, ich hab den Zucker vergessen. Aus, direkt aus. Mach das Gerät aus, tu Zucker ran. Schnell. Das ist das Wichtigste. Du hättest auch nur Zucker reintun können und warten können, bis es karamellisiert überquillt. Und dann jetzt. Mach schnell den Zucker ran, Rüdiger. Das ist, ja, nee, da ist die Tür. Den heißen Topf anfassen. Was macht der denn da jetzt? Hat der da jetzt Zucker reingetan? Hat der da jetzt ein Stück Würfelzucker reingetan? Hat der da ein Stück Würfelzucker? Mach mal so. Ich habe jetzt den Zucker vergessen, ich Idiot. Oder hat er da so eine Prise gedacht? Unfassbar. Einfach mal so reingeschmissen und so, hier Zucker. Was hat er geheißen, wenn es aufhört zu poppen? Ja. Aber Digga, selbst für Popcorn-Verhältnisse wirst du da doch nicht satt von. Ich meine, satt wirst du ja von Popcorn eh nicht, sollst du ja auch nicht. Aber da habe ich ja mit einem Kessel achtmal mehr direkt. Für mich und meine Gumbels. Wenn ich mir dieses fimschige Plastikkonstrukt schon wieder angucke, wo irgendein armer Mensch 240 Mark für bezahlt hat, Junge, ist das traurig. Da war ein Wert von 4,16 Euro irgendwie, weil einfach nur Plastik und irgendeine Wärmeplatte und natürlich ein super Messbecher. Den du zweifach benutzen kannst. Eine Pranke Zucker. Ja. Ja, ist jetzt nicht so viel, ne? Sind wir ganz ehrlich. Ist ja wirklich, ist nicht viel, da kannst du ja nicht viel mit anfangen. Das heißt, du bist die, auch wenn du jetzt mal 10 Gumbels da hast, die esst ja dann schon ein bisschen Popcorn. Und klar, du kannst ein bisschen vorarbeiten, aber wenn du da immer wieder da das Öl und die Popcorn-Dinger und dann nur so ein bisschen rauskriegst, ja, wenn du so Gäste wie den Rüdiger hast, die nehmen ja eine Hand und dann rendern die sich das rein und dann ist das weg. Boah, riecht geil. Ist nur leider jetzt kein Zucker drin.
Riecht geil. Ist nur leider jetzt kein Zucker drin. Ich pack das da mal rein. Warum? Schmeckt klasse. Es schmeckt wahrscheinlich nach nichts. Das ist halt Popcorn. Schmeckt wirklich nach nichts, oder? Nach was schmeckt der Popcorn? Nach nichts. Außer du tust Zucker dran. Dann schmeckt es nach Zucker. Oder du tust Salz dran. Dann schmeckt es nach Salz. Kannst wahrscheinlich auch alles mögen. Kannst wahrscheinlich auch Zimt oder was dran tun. Dann hast du so Zimt Popcorn. Kein Zucker. Wie schaut's denn aus mit dem Öl? Ja, ah, das ist, wenn ich zu sehr lache, dann, ich hab dann, weiß ich nicht, ich mache nicht mehr so lange, tut alles weh. Drei Zutaten, Öl, Mais, Zucker und er vergisst eins davon, wie dumm kann man sein. Das ist im Eifer des Gefechts, weil der hochqualitative Stream hier am Arbeiten ist von unserem Medienprofi. Die Frisur ist super, Chat, ich mag die auch, das ist halt so... Weiß ich nicht, so ein jüngerer Mozart. Ich mach mal noch eine Runde. Ja, mach mal noch eine Runde. Und hoffe, dass ich diesmal den Zucker nicht vergesse. Ja. Aber du musst ja Öl und Mais einfüllen. Bis dahin hast du ja noch was Zeit. Bis dahin kannst du es ja wieder vergessen. So. Der greift, ist das, das sind doch Würfelzucker, oder? Keine Ahnung, aber der Minion. Super. So. So. Wie viel Popcorn man damit bekommen kann, ist eine gute Frage, weil das Teil hier ist halt echt nicht groß. Ne? Ja, aber der Kessel ist halt auch nicht groß, weil es eher so ein Deko-Ding ist. Das ist, jetzt sind wir ganz ehrlich, um echtes Popcorn in großen Mengen zu machen, ist es nicht gut geeignet. Der Hebel ist nicht einmal so groß wie mein Finger. Das ist nicht einmal... Ja, dein Finger ist jetzt aber auch nicht unbedingt ein Wert, den man als Standard nehmen kann. Was ist jetzt hier los? Tut mir leid, das ist wahrscheinlich, hat der Stream-Aussetzer gehabt zu der Zeit. Heftig. Ist schon heftig, ja. Na, es wird am Streamen liegen. Vielleicht auch da ist Strom wieder abgeschaltet worden, weil halt kein Geld dafür da war, weil Rüdiger sich eine Popcornmaschine gekauft hat. Ich spule mal ein bisschen vor, ob da noch was kommt. Okay. Dadurch, dass ich das ja immer fühlen muss und das auch mit Liebe mache, fühle ich das Ende gerade nicht. Deshalb gehen wir irgendwann noch in was Kurzes rein und dann verabschiede ich mich auch direkt wieder. Ich muss es nur umstellen, Freunde. Gib mir eine Sekunde. Was haben wir? Was haben wir? 10 Minuten, 12 Minuten, 27 Minuten, 11 Minuten. Das hauen wir einfach mal. Ja, Metal, wir kommen gleich zu dir, Rüdiger. Das machen wir raus. Dann hängen wir das einfach noch hinten dran. Warum? Weil wir es können. Und weil das irgendwie jetzt ein unschöner Abschluss ansonsten gewesen wäre. So, was hat der Rüdiger hier? Diesmal nichts zu essen. Er zeigt uns das neue Wohnzimmer vom 19.01.2019.
Metal oder Sabu. Ich möchte jetzt schon, ich weiß es nicht, wie viel, 2 Sekunden. Wer denkt denn? Weißt du, auch da, wenn du hobbymäßig so irgendwie Content machst oder Influencer sein willst, aber wer denkt sich denn, boah, es ist gut, mich, dunkle Personen in einem dunklen Raum zu filmen? Wer fängt denn so ein Video an und denkt, boah, cool? Wer macht das? Und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Heute mit einem kleinen Vlog. Habe jetzt gerade ein paar Freunde da gehabt. Und Lügen tut er auch direkt wieder. Zu Besuch. Mit denen zusammen ich jetzt mein... So, hättest du nicht da filmen können, dass man was sieht? Wohnzimmer etwas gemacht habe. Noch bin ich nicht fertig. Wir haben eine neue Lampe angeschlossen. Ja, ich verrate den Geheimnis, es wurde auch nie fertig. Hier steht ein Teil von meinem Sofa. Ich habe hier innen leider noch nichts gemacht. Und genau. Ach, die sind noch nicht festgeschraubt. Ach so, ja gut, dann. Die sind noch festgeschrauben. Ja. Da musst du auch, hast du selber gemerkt, Rüdiger, ne? Du bist nur von unten nach oben gegangen und bist eigentlich nur an den Räumen vorbeigelaufen und hast gesagt, oh, da muss ich noch was machen und hier, das muss noch gemacht werden und da muss ich noch ein wenig fummeln. Hier ist meine neue Lampe und hier kommt jetzt mein Wohnzimmer rein. Ihr kennt ja, da ist noch die Scheibe kaputt, da kümmere ich mich noch drum die nächste Zeit. Brauche ich auch nichts zu sagen, ne? Ja, und jetzt werde ich das Sofa mal so weit hinstellen. Die haben es nur mit draufgetragen, weil die hatten nicht viel Zeit. Und das Hinstellen mache ich alleine. Ach so, das sind doch deine Kumpels, weil die hätten ja da bei dir abchillen können und ihr hättet da cool rumhängen können, ein bisschen Nintendo zocken können und sowas. Und dann hättest du das ja auch machen können mit den Hilfen, aber was? Aber das kriege ich hin. Bis gleich. So sieht es jetzt aus. Warum hast du denn da nicht irgendwie, keine Ahnung, hättest du in die Ecke gestellt und dich da so gefilmt, wie du das umstellst, ein bisschen Musik im Hintergrund oder da ein Stream, Fragen beantwortet, irgendwie Content draus gemacht? Da ist noch ein bisschen nass, beziehungsweise noch ein bisschen dreckig. Warum hast du geweint? Da habe ich den Schaum draufgehauen und den dann absaugen. Ich finde das hier in der Tapete, finde ich schlimm irgendwie. Ist das ein Kabel hier? Ist das ein, oder ne? Ich weiß es noch nicht. Ich hab den schon abgesaugt, mal kurz über. Und muss es dann noch machen. Puh, hab ich jetzt alleine noch hingestellt. Schnell. Wie sympathisch er da auch noch aussah, ne? Und das ist eigentlich gar nicht so lange her. Passt also perfekt. Und mein schöner Mann. Keine Ahnung, aber wenn ich... Da hättest du doch auch mal die Wand streichen können, dass du diese Tapete. Jeder hat einen anderen Geschmack und Style, aber das war schon nicht so mettlich. Marmortisch, den ein paar von den älteren oder längeren Zuschauern schon kennen. Der kommt dann hier so her, der wird so länglich hingestellt, so wie er jetzt steht. Der geile Marmortisch. Also das, was ich natürlich fühle, ist, Dankeschön, Flux, ich gucke mir das gleich an. Was ich natürlich fühle, ist absoluten Fliesentisch, wo du dir schön die Zigaretten drauf stopfen kannst aus dieser großen Sabacke. Nur ein bisschen gedreht. Schön RTL 2 im Hintergrund am Laufen und die Zigarette ist am Qualmen und die Kinder sind da am Rumlaufen und spielen im benutzten Aschenbecher und alles. Und dann schön TikTok noch an, ne? Dann sind sie ihre Streams da am Machen. Ja, so. Das sind so typische Fliesentischgeschichten. Dass er quasi mit der Seite zu mir hersteht. Scheißegal, mit welcher Seite. Genau, da haben wir einen schönen Wohnzimmertisch. Da konntest du auch, früher war da so oft so eine Drehkurbel an der Seite, dass du die von der Höhe her verstellen konntest. Oh, das, ach, so ein geiler Fliesentisch wäre noch was. Das wäre ich muss gleich mal eBay Kleinanzeigen an. Dann kommt da in die Ecke der Fernseher, die Wand wird natürlich noch tapeziert. Wird natürlich noch tapeziert, ich schwöre, wird bestimmt nie. Ganz die Maße passen noch nicht ganz, da muss ich noch mal ran. Aber auch das kriege ich noch hin, denke ich. Was willst du denn ändern? Die Couch oder das Zimmer, wenn die Maße nicht passen? Und das ist echt ein Monstersofa. Also sogar für mich ist das ein bisschen arg groß. Ich finde, wenn du da drauf sitzt, wirkt das arg klein. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung. Das habe ich von einem Kumpel geschenkt gekriegt. Der hat 2 solche Sofas gehabt. Wer kennt das nicht? Der Kumpel, der 2 Sofas hat. Oh, weil aus Versehen, ich habe mir eins gekauft und dann bin ich danach nochmal in den Möbelladen gefahren und dann gefiel mir das besser und dann dachte ich mir, ach, ich nehme das auch noch mit. Das habe ich halt 2 Sofas. Und hat dann nur eins gebraucht und hat gesagt, das andere kann ich haben und das war seither bei mir eingelagert, schon eine Ewigkeit. Ich weiß nicht, ob das einer der Vlogs war, den ich irgendwann einmal weggeworfen habe oder verworfen.
Aber ich habe, glaube ich, in irgendeinem Vlog das auch mal gezeigt gehabt im Sommer. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Wie gesagt, der Tisch kommt jetzt hier noch hin. Die Lampe muss ich noch an die Decke schrauben. Das mache ich auch noch. Das da weiß ich noch nicht, was ich mitmache. Das wird vielleicht, kommt es weg. Vielleicht kommen da ein paar Blumen. Was ist das denn? Das, was über der Tür da schwarz, ist das auch ein Kabel, was mit Isolierband oder was? Blumen drauf, ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Und ansonsten wird das Zimmer hier mit. Rüdiger, du hättest so viel Geld verdienen können. Du hättest das. Wie gesagt, ich mache den Mund hier oft nicht auf, weil wenn irgendwann mal eine Aufnahme an dich rankommt, du würdest dich dumm und dämlich verdienen mit meinen Ideen. Aber auch da wieder, da ist so viel Potenzial, wo ich direkt gesagt hätte, mach dies und das. Selbst ich hätte dafür Geld bezahlt. Post-it tapeziert und das Zimmer nebenan, das ist mein Aufnahmestudio dann. Ja, ich zahle 5 Euro, wenn ich da mal reingegangen. Nur, ich will nur reingehen, nur mal gucken, was da alles rumsteht. Wofür ist die Gitarre? Du kannst keine Gitarre spielen. Warum ist diese Tapete hier so scheiße gemacht? Ich weiß nicht. Warum sind das Blümchen oder? Nee. Wenn ich fertig bin, das sind Obwohl, die ist schon wieder so kitschig, dass sie wieder cool ist, die Tapete. Für einen harten Metaller ist das doch ganz cool. auch schon ein paar Sachen drin, wie Softboxen und Ja, aber wofür ist das Rohr dann, wenn das ein Rohr ist? Stative vom Mikro und so weiter. Zum Moment nur so eine Abstellkammer und eine Gitarre steht auch drinnen. Aber jemand mich fragt, was machst du den ganzen Tag? Das Zimmer hier, wie ich das aufgeräumt habe, habe ich, glaube ich, ein Video hochgeladen. Darüber hinaus habe ich eben jetzt Ah, der hat anscheinend doch gemacht, das ist natürlich auch schön. das gar fertig gemacht mal und bin jetzt eben so weit, dass ich hier mein Sofa und mein Wohnzimmer und alles drinnen habe. Ja, wie gesagt, die Wände gehören noch ein bisschen was gemacht. Und ansonsten bin ich eigentlich schon mal damit zufrieden. Gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle bin Auch da, Moment, ich gehe noch mal ein bisschen zurück, dass ihr die Und Frisur. ansonsten bin ich eigentlich schon mal. Also für seine Verhältnisse geht ihr eigentlich wirklich, weil es halt so nichts irgendwie, ne? Das ist halt so. Zufrieden. Gut, dann würde ich sagen. Ich find, das ist hier sehr schön getroffen, dass das hier so ansteigt und hier auch abfallend ist, wie seine YouTube-Karriere, so will ich es mal nennen, irgendwie. Aber, und hier hinten dann auch nochmal so. Also da hat er so den Nymphensittich reingeschnitten, sehe ich. Ne? Das hier ist hier hinten so hochge. Das ist auch schön. Hübsch. Hübsch, wirklich hübsch, Rüdiger. An dieser Stelle bedanke Ich glaube, ich habe mich verliebt. ich mich fürs Zuschauen. Ja, bitte. Wo kann ich mich dabei bedanken für das Video? Würde mich jetzt an der Stelle auch verabschieden und würde sagen, wir sehen uns hoffentlich baldmöglichst wieder. Ich denke, ich mache das die nächsten Tage dann gar fertig, je nachdem, was ich noch machen kann, noch machen muss. Ja, so kennt man dich auch, dass Dinge fertig gemacht werden und durchgezogen werden und dass du relativ wenig ankündigst. Damit ich es fertig bekomme. Und dann sollte das alles gut sein. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Drache und haut rein. Ciao. Ja, bitteschön. Das war doch irgendwo ein schöneres Ende, wo er sich verabschiedet hat, wo ich jetzt die Möglichkeit habe, mich zu verabschieden. Leute, für meine Verhältnisse war das, glaube ich, heute recht entspannt und recht ruhig, ne? Ich bedanke mich relativ, ne, recht herzlich, nicht relativ. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Dabeisein, fürs Reingucken. Werde jetzt die Aufnahme ausmachen und bedanke mich. Tschüss! Warte, ich muss hier rüber.